Wir waren ja am Ende vom letzten Stream eigentlich schon mal kurz gucken an der Missionsstelle hier. Willst du dich vertreffen? Hey, wohin gehst du? Aber wir müssen wieder rüberlaufen. Oh, hier ist wieder so ein Ballspiel. Aber das kriege ich nicht hin. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ich lasse das lieber. Aber wir haben früher ähnlich mit Hamburg gemacht. Es war so schön. Eine meiner liebsten Erinnerungen aus dem... Das ist schön. Ja. Meine Eltern waren jetzt die letzten Male immer mit meiner Schwester im Urlaub. 3-4 Mal. Und irgendwann habe ich mich mal so ein bisschen beschwert. Dass halt immer nur sie... Hey, was bremst der denn jetzt? Dass immer nur sie mitgenommen wird. Ja, und da wurde dann entschieden, okay, nächstes Jahr kommst du mit. Ja. So, rette die Kontaktperson. Wir legen sofort los. Und gucken erstmal, wo die Kontaktperson ist. Hier nicht. Wir müssen irgendwo darüber. Ah! Gefunden! Gut, ist das jetzt... Warte mal, was ist das jetzt für eine Etage? Hier so laut. Unangenehm. Also es ist... Könnten die Drohne... Wir könnten uns mit der Drohne vielleicht hier rüberfliegen? Oder mit der? Es fällt vielleicht nicht so auf. Wir probieren mal. Hat halt übrigens den finalen Kampf in Porsche. Geht dann doch schneller als erwartet. Kommen aber noch ein paar Quests. Also ist heute ein guter Tag für Kämpfe. Ja, es wäre ja cool, wenn es mal ein guter Tag für Schleichen wäre. Das mit dem Schleichen funktioniert hier immer nicht so. Wir stehen schon mal auf der Drohne. Verarscht uns doch einer. Als ob. Oh. Wieso duckt er sich hier nicht? Wieso duckt er sich nirgendwo, wenn ich Steuerung drücke? Hier? Auch nicht. Okay. Okay, wir sind aber schon mal hier drin gelandet. Ich glaube, wenn wir... Warte mal, der ist nicht auf unserer Seite hier, ne? Ach so, weil wir als Bauarbeiter hier drin sind. Geht das gerade nicht. I understand. Ich kann nämlich auch nicht rennen und mich nicht ducken und dementsprechend halt auch nicht verstecken in dem Sinne. Ah. Ja, bleib halt hängen. Nicht akzeptabel. Da wiederum konnte ich jetzt rennen. Komisch. Hey!
Hey, hey, entspann dich. Ich bin von Detzel. Du hast uns gerufen. Natürlich. Du hättest nicht kommen sollen. Jetzt wissen sie, ich habe sie betrogen. Echt? Ich habe dich gerade gerettet. Nein, ihr habt uns beide verdammt. Hör zu. Ich lade die Informationen auf einen anonymen FTP. Das wird alles erklären. Wie wär's, wenn du alles erklärst? Wie laut wollen die eigentlich noch reden? Ich heiße Richard Malik. Ich bin ein Geheimdienstanalytiker. Ich glaube, Zero Day sind Source Officer, die durch die Anschläge an die Macht kommen wollen. Jetzt ermorden oder erpressen sie jeden, der sie bedroht. Und dazu gehöre ich jetzt wohl auch. Okay. Mal sehen, was Becky aus deinen Infos rausholt. Lass mich das nicht bereuen. Kann ich nicht versprechen. Ja, geh einfach. Kein Problem. Malik hat's nach draußen geschafft. Und du solltest dich auch auf den Weg machen. Wait, warum muss ich hier lang? Eins von acht schon erledigt, ja. Müssen nur noch entkommen. Und wenn der Dude uns nicht sieht, kommen wir mit der Drohne raus. Hier hustet eine Oma. Das ist bestimmt Susis. Er wirkt auf mich wie ein guter Mann in einem schlechten System. Wir sollten wenigstens die Info prüfen. Gut, eine Sekunde. Bagley, analysiere die Infos und organisiere ein Treffen. Und zwar schnell. Okay. Muss aber sagen, wir hatten, glaube ich, richtig Glück, dass wir dort oben gelandet sind und nicht wirklich Gegner hatten. Also, ist ja schön, wenn es auch mal so läuft, ne? Ich freue mich. Ich habe mir oft genug die Finger verbrannt, um zu wissen, wann etwas zu heiß ist. Wir sollten besser gehen. Ich bin anderer Meinung. Er braucht unsere Hilfe. Dürfte ich eine dritte Möglichkeit vorschlagen? Benutze ihn doch einfach. Ein SRS-Whistleblower, auch wenn man ihm nicht traut, könnte uns helfen, die Arschlöcher zu finden, die halb London gesprengt und es auf DedSec geschoben haben. Du musst ihn ja nicht zu deinem Geburtstag einladen. Nutz einfach seine Informationen. Großartige Idee. Okay. Okay. Mission 2 in diesem Kapitel. Oder eigentlich ist es vielleicht sogar schon 3. Weil wir haben doch letzten Stream schon angefangen mit der Mission. Warte, ich muss kurz gucken. Hier. Oh, wir gehen wieder zum Teambriefing. Das ist immer schön. Da weiß man, man muss nicht kämpfen. Ah, doch, das lief gerade ganz gut. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich hol mir mal kurz die Mission ab. Obwohl, ist das bestimmt die gleiche Mission, die sie letztens schon hatten. Okay, dann gehen wir zum Briefing. Binder, können wir anfangen? Also, Maliks Informationen stimmen. Ein paar abtrünnige SRS-Officer wollten DedSec den Anschlag in die Schuhe schieben, um sich die Macht über die Regierung zu sichern. Jetzt merken sie, dass sich einige gegen die neue Ordnung wehren und machen euch verantwortlich. Ich denke, es sind die Leute, die ihr Zero Day nennt. Ich kenne ihre Namen nicht, aber sie müssen ganz sicher einen Anführer haben. Nach meiner Erfahrung ist das Entfernen des Anführers. Kapiert. Den Anführer aufhalten, Zero Day aufhalten. Aber warum bist du gerade jetzt hier? Vor 2 Wochen hat eine Briefkastenfirma von Zero Day 40 Kilo Semtex aus einem alten Depot des sowjetischen Blocks importiert.
Das Zeug hat London aber nie verlassen. Das heißt, dass Zero Day einen Anschlag plant, der die Früherin wie ein Lagerfeuer aussehen lassen wird. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Wie wir leider alle wissen, sind gefakte Angriffe ein Propagandamittel für Despoten. Töte viele Menschen, dann wird sich der Rest dem scheinbaren Retter in der Not fügen. In diesem Fall Zero Day. Das heißt, wir beide wollen rausfinden, wer die Strippen bei Zero Day zieht und sie stoppen. Wir müssen die Akten aller Personen besorgen, die mit den früheren Anschlägen und deren Vertuschung in Verbindung stehen. Dann können Malik und ich die Beziehungen analysieren und den Anführer von Zero Day entlarven. Und ich bleib dran zur Überwachung. Wenn Malik recht hat, ist Zero Day also ein zwielichtiger Haufen Spione, der die halbe Stadt hochgejagt hat, um heimlich die Regierung zu übernehmen. Aber jetzt sind sie angepisst, dass sich jemand wehrt und wollen das Gleiche wieder machen. Wie furchtbar. Das sehe ich auch so. Man sollte doch meinen, dass ihnen noch was anderes einfällt außer einem weiteren Bombenanschlag. Irgendwie langweilig, oder? Sabine, glaubst du, Zero Day tut das alles wegen uns? Weil wir uns gegen sie wehren? Hey, wir sind die Opfer, nicht die Schuldigen. Ich werde lieber 1000-mal hochgejagt, als mich von solchen Möchtegern-Tyrannen unterdrücken zu lassen. Okay. Malik's gestohlenen Infos. 3 Millionen Dokumente. Weiß nicht, ob das wichtig ist. Ich habe jetzt sowieso nicht immer alles vorgelesen. Aber tatsächlich, auch wenn ich privat spiele, ich lese mir selten Sachen durch. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das nicht immer alles vorlese im Stream. Ich habe es mal ein bisschen quer gelesen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Erstmal den ganzen grünen Punkt hier wegmachen. So. Was leuchtet hier bei Team eigentlich? Ach, das sind die... Oh, wir haben jetzt die ganzen... Hier, ihr wisst schon. Albion-Mitarbeiter als potenzielle Rekruten in der Liste. Das ist so gemein, weil das Spiel zeigt mir jetzt noch, dass ich 5 Anläufe gebraucht habe, um sie zu rekrutieren. Das ist gemein. Toll. Was haben wir? Wir haben Technikpunkte. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Punkten machen soll. Wenn ein Kampf-Spider-Bot... Ist bestimmt nicht schlecht. Das nutze ich nie. Ich könnte mich immer unsichtbar machen eigentlich, wenn ich das ausrüste. Mine, weiß ich nicht, setze ich auch nicht ein. Ich glaube, nach und nach können wir wahrscheinlich eh alles, also fast alles freischalten. Einfach ignorieren, ja, das ist nicht so einfach. Wenn man seine Unfähigkeiten so präsentiert bekommt. Aber das bedeutet rein theoretisch, ich könnte die 4, die wir nicht rekrutiert haben, jetzt immer noch rekrutieren. Dann hätten wir einfach 5 Albion-Mitarbeiter, beziehungsweise nicht mehr Albion-Mitarbeiter bei uns im Team. Okay. Wollen wir mit ihr spielen? Uniformierter Zugang für Albion.
Wir fahren mal dahin. Und dann spielen wir mit unserer... Naja, mit der halt, die wir ewig nicht rekrutiert bekommen haben. Oh, der... Ganz schön Gummi, der Wagen. Das muss sich ja auch lohnen. Das stimmt, wir haben lang genug um sie gekämpft. Weil ich halt immer finde, mit diesem uniformierten Zugang, das funktioniert halt nur so lange gut, wie du nicht ständig irgendwie in die Nähe von anderen kommst. Also sonst sehen die dich und dann... Geparkt. So, dann ändern wir mal... Dann spielen wir jetzt mit dir. Aber sie hat was anderes an. Kann ich die noch umziehen? So eine schwarze. Du bist dran. Was machen wir denn heute? Ich bin da. Du stiehlst Sirs Personalakten. Die Organisation ist sehr verzweigt, deshalb werden sie nicht an einem zentralen Ort gelagert. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, Spione auszuspionieren. Wie sollen wir das denn anstellen? Der Sirs verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Meine Güte! Du kannst gern entsetzt sein, aber das hat Tausende von Leben gerettet. Verschaffe dir Zugriff auf ein Filament-Terminal und ich gebe dir die Suchbegriffe. Your optic has you on a leash. Ich glaube, ich würde gern eine Drohne kapern. Und da mal hochfliegen. Wir müssen zu dem gelben Ding. Hä? Doch. Oder geht's hier hinten rein? Fickt euch doch, ihr faschisten Schweine! Okay, wir müssen hier irgendwie hoch. Gibt es hier Fensterputzdinger? Oder wir fliegen, wenn wir mit einer Drohne hier hochfliegen. Aber eigentlich können wir ja einfach reinlaufen. Wir sind ja von Albion. Scheiß Fascho. Nun. Ja, wir müssen doch aber hier hoch. Ich so
Wir müssen ja gar nicht dort ins Sperrgebiet. Die Frage ist... Wie? Was war das? Hä? Ich weiß nicht. Wie kommen wir da hoch? Leck mich, du Schwein! Wieso kommt der jetzt in meine Richtung? Entschuldigung. Ich wollte hier eigentlich gucken, ob es hier hoch geht. Hier noch nie gesehen. Flachpfeife. Junge. Bin gleich RIP. An alle Einheiten, fahren Sie zum Alarmstandort. Wer hat dich ausgelöst? Ich helfe dir. Du hast keine Chance. Ich bin jetzt da. Du hast gerade dein Todesurteil. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Willst du das wirklich tun? Ich glaube, das war ein Fehlalarm. Ich überprüfe los das. Los jetzt! Geht zum Volk runter. Ich endlich meine neue Todesbinde zu testen. Stopp! Oh, nicht diese Scheiß. Okay, das war's. Jetzt kommen die nämlich hier von der Seite. Ich weiß auch nicht, was man dort machen soll, wenn man hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. An sind den die vorbei in London wirklich so heftig? Sicher halb so wild. Na die los, sehen einen gehen halt. Wir. So, ich kann da ja nichts machen in dem Moment. Hey, pass auf dein Geschwür auf! Guck, ob wir hier hochkommen. Naja, das unsichtbare Dings wäre gut. Das stimmt. Ich könnte das ja rein theoretisch auch ausrüsten.
Wieso? Oh nee, weil ich den gerade spiele, kann ich das nicht ändern. Team. Aber an sich hast du recht, Julia. Vielleicht wäre es nicht schlecht, doch mal mit diesem Unsichtbarkeitszeug zu spielen. Machen aber so komische Geräusche, wenn die irgendwo runterspringen. So. So, das ist jetzt nicht hoch gewesen. Wie der da runtergelaufen ist. Ich meine, ich bin schon mal wieder hier. Na, so ist jetzt nicht. Hier ist auch Geld drin. Nee, das ist ja kein BSG jetzt. Also. Kann ich den. Mal wieder so ein lustiges Level. Wie mit den Mikrodrohnen. Okay. Das ist also Filament. Ich kann dir helfen, reinzukommen, aber wir werden Spuren hinterlassen. Es sei denn, Malik hat eine Idee. So. Ich habe die Filament Security überzeugt, die Spiderbot-Aktivität als Wartung zu locken. Danke. Aber bei einem hilfreichen Spion sollte man skeptisch sein. Das ist nicht wie in den Filmen. Spione sind keine Polizisten. Ich arbeite gern mit kleineren Übeln wie DedSec zusammen, um größere Übel abzuwenden. Warum hat Zero Day alle meine Freunde getötet? Es gibt eben unterschiedliche Denkweisen. Nein! Zum Zugucken war das super. Ich mag ja an sich solche Level auch, weil ich dann nicht kämpfen muss. Zurücksetzen? Ah, das ist wieder so ein Zeitding, oder? Oh, die letzten drei Finalen. Gott. Sie gehen auf Zeit. Okay. Lass mal alles vorbereiten. Von der Seite jetzt noch ein bisschen Strom kriegen. Damit wir das Ding hier unten entsperren können. Beziehungsweise erstmal das. Guck mal, wo wir Strom herkriegen. Von da. Hier. Und von da. Und von da. Ja. So. Ich finde das voll lustig, dass du hier wie bei so einem Radsport-Event. So, jetzt geht's auf Zeit.
Ich muss mal kurz gucken, welches wir zuerst drehen müssen, beziehungsweise wie wir wo am wenigsten Zeit haben. Oh, cool. Hat funktioniert. Jetzt? Hacken. Ich habe die Zero-Day-Akten. Und jetzt werde ich hier verschwinden, wenn es keine Einwände gibt. Gut gemacht, mein Lieber. Komm mal runter, Drohne. Hast du hier keinen Platz? Ich hab die Dossiers. Danke, was jetzt? Julia. Okay, wir machen eine simple CTOS-Kontaktanalyse und finden raus, wer hinter Zero Day steckt. Krieg ich hin, bevor du Guantanamo sagen kannst. Ich kümmere mich um die geheimen Daten. Vielen Dank. Es würde viel schneller gehen, wenn ich dafür mit dir zusammenarbeiten würde. Die Leute in diesen Dossiers hängen zusammen, aber haben nicht unbedingt alle Dreck am Stecken. Man braucht Geheimdiensterfahrung, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wenn ich etwas entdecke, melde ich mich. Er hat die Verbindung getrennt. Reizender Typ. Waren wir an dem Shop schon? Glaub nicht. Da hieß alles grüne Punkte. Hier ist Malik für dich. Okay, stell ihn durch. Wir müssen uns treffen. Es ist ein Problem aufgetreten. Ach, ich kann nicht auf die Dateien zugreifen, die du gestohlen hast. Moment mal. Was? Die Dateien sind gesperrt. Und einen Augenblick, nachdem wir sie erhalten haben, habe ich das bekommen. Dann können wir uns das bitte anschauen? Hallo, Richard. Du willst uns also finden, indem du unsere Partner überprüfst. Eine kluge Idee. Wir dürfen sie uns doch ausleihen, oder? Ein maskierter Retter. Wer war das wohl? Ich habe Beckley die Koordinaten für ein Treffen geschickt. Ich hoffe, ich muss nicht erklären, warum das Priorität hat.